Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Interview. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, den ich Ihnen, glaube ich, nicht mehr besonders vorstellen muss. Er ist ein Gesicht des ZDF, vor allem bekannt aus der Heute-Sendung und mittlerweile auch Autor mehrerer Bestseller. Sein neuestes Buch, Das Maß ist voll, hat es auf Anhieb auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Ich freue mich jetzt sehr auf mein Gespräch mit Peter Hane. Und ich freue mich auf Sie, liebe Ulrike Stockmann. Zunächst einmal muss ich Ihnen zu Ihrem Buch gratulieren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es zu lesen. Es ist, wenn man so will, eine Zusammenstellung all dessen, was in den letzten 2 Jahren schiefgelaufen ist. Sehr pointiert, sehr auf den Punkt. Auch ich habe sehr vieles schon wieder vergessen, ist mir beim Lesen aufgefallen und Sie haben es mir in Erinnerung gerufen. Aber, und das ist das Wichtigste eigentlich, Sie schaffen es, all diese Dinge zusammenzustellen, ohne dass man sich hinterher vor den Zug werfen möchte. Ja, also das ist schon immer mein Bemühen gewesen, also auch in meiner Fernseharbeit und so, dass ich gesagt habe, es hat ja keinen Sinn. Ich wünsche den Leuten abends in der Heute-Sendung zum Beispiel einen schönen guten Abend, um ihnen dann zu sagen, dass der Abend aber eigentlich ganz furchtbar ist, weil so viel Schreckliches passiert ist. Da macht oft der Ton schon die Musik, wie man es rüberbringt und dass man auch den Humor nicht ganz außer Acht lässt. Und mir macht das, muss ich sagen, bei den Büchern Spaß, das knallhart Ernste zu verbinden, auch mit manchen Geschichten, wo man auch mal lachen kann. Also so ernst ich die Ideologie, also im negativen Sinne, von Gender zum Beispiel finde, das ist eigentlich nichts zum Lachen, das ist so schrecklich. Das stimmt. Vor allem, weil da ja auch eine ganz bestimmte Ideologie und ein bestimmtes Menschenbild hintersteht. Aber es gibt dann so viele Kuriositäten, die ich ja da auch beschreibe, zum Beispiel in einigen Kapiteln, wo man einfach nur noch lachen kann. Und nun bin ich ja, ähnlich wie Sie jetzt hier, wo wir hier sitzen, ein Mensch des Hörfunks und des Fernsehens. Also die Leute, die mich gut kennen, sagen, man hört dich reden in den Texten, deine Stimme, deine Art. Es ist nicht akademisch, sondern man kann es auch mal, wenn es ihnen langweilig wird, laut vorlesen, da haben sie was zu lachen. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es wirklich unglaublich, dass all das Unmögliche der letzten 2 Jahren doch sehr oder relativ humorig in diesem Buch versammelt ist. Für alle, die das Buch noch nicht kennen, wenn Sie es mal ganz knapp zusammenfassen sollten, das Maß ist voll. Ja. Inwiefern ist denn das Maß besonders voll? Also es sind ja, glaube ich, 34, 35 einzelne Kapitel, die man auch unzusammenhängend immer wieder neu lesen kann. Also das ist kein roter Faden. Und es sind eben diese Themen, vor allem Corona, was in den letzten 2 Jahren alles dramatisch schiefgelaufen ist. Dann habe ich doch da noch reingeschrieben, diese schreckliche Flut an der A als Beispiel, dass die Politik nicht mehr bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ich habe auch den Niedergang der Kirchen. Ich bin nun bewusst Christ und finde es einfach schrecklich, wie sich eine wichtige Institution einfach abmeldet durch Unfähigkeit, durch Ideologisierung, Politisierung und die Leute die Massenflucht ergreifen. Also eine breite Palette von Themen. Und was ich eben interessant finde, und deswegen ist das ja wahrscheinlich auf Anhieb auch auf Platz 1 der Bestsellerliste gekommen, sofort am ersten Tag, man hat das Gefühl, also ich habe es ja schon noch, wenn ich es durchblättere, ich hätte es jetzt heute geschrieben, weil sich all diese Probleme, die ich aufliste, haben sich ja in diesen Stunden förmlich, wo wir miteinander reden, wieder bestätigt. Also, dass die evangelische Kirche eine 500.000 Leute verliert auf einen Schlag, jetzt gerade. Ja. Und das bestätigt alles, was ich schreibe. Und das, was mir ganz am Herzen liegt, neben Corona, man muss sich das bitte mal einmal vorstellen, da sterben fast 200 Menschen
an der A, an der Flut. Kinder, Frauen, hilflose Alte, die hätten alle gewarnt werden können. Ja. Stattdessen beschäftigt sich eine Ministerin, dass gendergerecht die Pressemitteilungen kommen und dass bitte, weil sie eine Grüne ist, nicht die SPD zu viel Positives davon abkriegt. Ja. Die CDU, noch viel schlimmer, Ministerin in Nordrhein-Westfalen, kommt nach Hause kurz, guckt sich die Flut an und fährt wieder nach Mallorca in Urlaub. Mhm. Das ist alles so unvorstellbar. Das heißt, wir haben jedes Maß verloren von Verantwortung, von Kompetenz. Wir sind ein Volk, man kann wirklich sagen, ich bin ja humanistisch gebildet, habe ja Latein und Griechisch in der Schule gehabt, wir sind ein Volk von Idioten. Und Idiotes im Griechischen und Lateinischen heißt Laien, nicht Fachleute. Das heißt, unsere Elite, und das ist mein Hauptangriff, besteht eigentlich in diesem Sinne aus Idioten, die keinerlei Fachkompetenz mehr besitzen, nur noch aus Emotionen heraus regieren und entscheiden. Und himmelschreiend sieht man es ja jetzt an der ganzen Ukraine- und Russland-Frage, auch an der Flüchtlingsfrage. Es werden einfach die Grenzen geöffnet für jeden, der jetzt kommen will, ohne Kontrollen, ohne alles. Das ist so ein Akt von Unfähigkeit, dass man nur sich mit Schaudern abwenden kann. Also dieses Lebensgefühl oder dieses Gefühl von es läuft etwas gehörig falsch, geben Sie sehr wirklichkeitsgetreu wieder. Und jetzt ist natürlich die Frage, Sie haben schon angesprochen, eines Ihrer Herzensthemen ist die Kirche oder die evangelische Kirche. Sie sind evangelischer Theologe, Sie schreiben für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA und publizieren viel zum Thema Kirche. Wenn wir jetzt die evangelische Kirche als Beispiel herausgreifen, wo so viel schiefläuft, die Schäfchen laufen weg, was wären denn Ihre ganz pragmatischen Besserungsvorschläge? Also die Besserungsvorschläge sind ganz einfach, zurück zu den Wurzeln und zurück zum Markenkern. Also die Frage bei jeder Organisation, und das ist beim Glauben ganz genauso, also nehmen wir jetzt mal die Kirche, wobei ich immer sagen muss, ich vertrete nirgendwo die Kirche, sondern den Glauben. Also für mich ist der Glaube an Jesus Christus, mein Lebensinhalt, der mich immer getragen hat, bis zum heutigen Tage, und damit ganz eng verschwistert, der gemeinsame Gott der Juden und der Christen. Deswegen bin ich gegen jede Form von Antisemitismus, der ja heute aus einer ganz anderen Ecke kommt, als wir tun. Also Antisemitismus ist rechts, sagt man heute. Also das ist ja an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Also die Linkspartei oder auch linke Ideologien, oder nehmen Sie mal an, eine CDU-CSU, die regelmäßig in der UNO die Hand gegen Israel erhebt, das ist für mich Antisemitismus. Gut, aber mir geht es darum, wir brauchen selbst Gregor Gysi, den ich ja in dem Buch auch zitiere, der mir mal sagte, werde ich nicht vergessen, ich habe so viele Sommerinterviews gemacht mit diesen ganzen Spitzenpolitikern und wir kamen immer wieder irgendwie so auf Glauben. Und da sagt Gregor Gysi mir, wenn ich in eine Kirche gehe, erwarte ich, dass mir da die Leviten gelesen werden, also an mein Gewissen appelliert wird, weil das ja sonst keiner kann. Und da sagt er, das kann ja nicht eine Partei oder eine Gewerkschaft. Und da sagt er, genauso, wenn Sie, Hane, zu mir auf den Parteitag kommen, müssen Sie sich eben gefallen lassen, dass bei uns Karl Marx vorgelesen wird. Mhm. Also das ist unser Markenkern. Mhm. Zurück zum Markenkern heißt, weg von der Politisierung. Heute hat man ja das Gefühl, bei allen religiösen Gemeinschaften, ob das Judentum ist, Katholizismus und das Evangelische, das sind alles verhinderte Politiker. Ich sage immer, dann müsst ihr doch in die Politik gehen. Was braucht ihr denn da auf die Kanzel und predigen aus der Bibel? Es sind alles verhinderte Politiker. Und vor allem, es ist ja niemand so hochkompetent wie zum Beispiel Pfarrer. Die wissen alles über Atomkraft, alles über den Russlandkrieg. Sie wissen alles über Corona. Sie haben ja das Gefühl, sie haben das geballte
Wissen vor sich und den erhobenen Zeigefinger. Und dabei sind es alles Laien. Hm. Ich will das Wort ja nicht mehr, das Griechische, nochmal zitieren. Das heißt aber, was ist der Markenkern zum Beispiel von Kirche und von Glauben? Was macht Glauben unverwechselbar? Das heißt, dass sie alleine Christen und Juden können das vertreten, was eben andere nicht haben in ihrer Religion und Weltanschauung. Das ist eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Das sind Gebote, die wichtig sind zum Leben und zum Überleben. Das hat nichts mit Moral und so zu tun, sondern eine Grundlage, die ja übrigens im deutschen Grundgesetz nach der schrecklichen Hitlerzeit ja bewusst als Präambel geschrieben worden ist. Und Präambel ist kein Vorwort, sondern das ist quasi sozusagen das Plus vor der Klammer des Ganzen, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und mit dem Gott im Grundgesetz, im deutschen Grundgesetz, ist der Gott der 10 Gebote, also Altes Testament, und der Gott der Bergpredigt, Neues Testament, gemeint. Und nicht Buddha und Konfuzius und gar nichts. An Allah hat da kein Mensch gedacht, sondern das war dieser Gott der Bibel. Und da wieder zurückzukommen und den Leuten keine Politik und irgendwelche Weltanschauungen oder jetzt Regenbogen, alles muss jetzt Regenbogen und dieser Mainstream. Also ein Kollege von uns, Ulf Poschardt, Chefredakteur der Welt, ja. Den ich ja da öfter zitiere, auch Linke, auch ganz bewusst, also nicht jetzt die Knochenkonservativen, die sagen ja, sagen Sie mal, was soll ich eigentlich noch in einer Kirche, wo ich nach dem Gottesdienst den Eindruck habe, ich wäre auf einem Parteitag der Grünen, oder der Jusos gewesen. Ja, das sagen ganz viele. Ich bin ja nicht in der Kirche, aber ich höre das von ganz vielen evangelischen oder katholischen Kirchen. Ja, also der Poschardt schreibt ja zum Beispiel, ich mache ein Interview mit Habeck von den Grünen und gehe am nächsten Sonntag in die Kirche und höre dann dasselbe. Ist ungefähr das Gleiche. Und dafür brauche ich keine Kirche. Also es ist traurig und wie soll ich sagen, Sie müssen ja eine Lösung auch praktisch vorschlagen und da sage ich immer, es geht eigentlich nur übers Geld. Ich würde als allererstes die Kirchensteuer abschaffen, das gibt es ja auch nur in Deutschland, dass der Staat für die Kirche das Geld einsammelt und das hängt am Steuersatz, das heißt, je mehr Steuern der Staat erhebt, desto mehr kriegt auch die Kirche, ist ja Wahnsinn. Wenn man der Kirche das Geld nehmen würde, würde die ganz automatisch normal. Ja, das ist, trifft wahrscheinlich auf sehr viele Organisationen. Richtig, zu, absolut. Die, uns geht's gut. Die derzeit ihr Unwesen treiben. Und damit wären wir bei einem weiteren Punkt, der mich sehr interessiert. Sie betreiben natürlich, wie Sie auch schon andeuteten, sehr viel Medienkritik in Ihrem Buch und sehr gepfeffert und sehr bestimmt. Nun sind Sie ja selber ein Urgestein der Medienlandschaft, kann man sagen. Sie waren zunächst beim Saarländischen Rundfunk, dann jahrzehntelang beim ZDF als Moderator, als Redakteur. Sie waren stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, also in sehr verantwortungsvollen Positionen. Meine erste Frage ist, inwiefern hat sich denn die Medienlandschaft verändert während Ihrer Schaffenszeit? Also sie hat sich grundlegend geändert. Als ich mein Einstellungsgespräch hatte vor 100 Jahren, also vor genau 50 Jahren, ich bin ja da als Student angefangen beim Saarländischen Rundfunk, Intendant damals, der letzte persönliche Referent und Büroleiter von Konrad Adenauer, Franz May, ein ganz wunderbarer Katholik, konservativer Mann. Und er sagte mir, als wir uns so gegenüber saßen in Saarbrücken, junger Freund, eins möchte ich niemals hier haben, auch von Ihnen nicht, Missionsjournalismus. Ui. Und da habe ich immer gedacht, der meint jetzt, Hane ist fromm und ist Christ und ich würde da jetzt missionieren. Nein, der meinte was ganz anderes. Und er sagte, bei mir, in meinem Sender, gelten die ganz klaren Kategorien Nachrichten auf der einen Seite und Meinung, Kommentar auf der anderen Seite. Und das ist strengstens zu unterscheiden. Und das ist hier mein Lebenselixier. So, das war das erste
bevor der überhaupt fragte, ob ich schreiben und rechnen und wer weiß was konnte, das war für ihn das Wichtigste. Das war eben eine Zeit, wo auf die Sauberkeit des Journalismus geachtet wurde. In dem Sinne, ich bin hier jetzt nicht der Demagoge und der Meinungsführer und der Ideologe, mhm, sondern ich Nachrichten zum Beispiel, ich bin ja sofort in der Politik da angefangen, ist ein Dienstleistungsbetrieb. Also die Zuschauer haben ein Recht, ganz möglichst objektiv, mhm, wahrheitsgetreu die Realität zu erfahren und um sich selber eine Meinung zu bilden. So, und jetzt machen wir den Sprung 50 Jahre in die Gegenwart. Heute heißt es ja nicht mehr, wir bringen euch News und Fakten, damit ihr euch eine Meinung bildet, sondern wir sagen euch zunächst mal, was ihr zu denken und zu meinen habt. Das mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber wenn Sie sich einmal einen ganzen Tag Zeit nehmen, für quer durchs Fernsehen sich zu zappen, durchs Radio und vor allem Zeitungen zu lesen, mhm, es quillt, Sie haben ja die Meinung schon in der Schlagzeile, ja, einer, oder das, ja, eine, wäre bei mir unmöglich gewesen, eine heute, nehmen wir mal die Heute-Sendung oder Tagesschau, also nicht nur, dass die ihre Privatideologie, mhm, in denen sie von LehrerInnen und ZuschauerInnen sprechen, das ist ja zum Davonlaufen, nicht nur zum Davonlaufen, sondern es ist pervers, weil es behindertenfeindlich ist, ausländerfeindlich ist. Wie sollen denn Leute, die lernschwach sind und die jetzt hier zu uns als Flüchtlinge kommen, jemals Deutsch lernen? Dieser Unsinn, der heute in den Nachrichten gemacht wird. Gut, aber ich meine jetzt was anderes. Die beginnen ja schon und sagen, und jetzt haben wir eine gute Nachricht. Ja. Frau Giffey hat ein neues Kita-Gesetz gemacht. Das heißt, genau, sie schreibe ich da ja auch. Ich, yeah, ich werde jetzt meine Bücher künftig nur noch sagen, das gute Peter-Hane-Buch. Genau. Nur dann denken die Leute, aber der erzählt gute Nachtgeschichten und ich mache ja das Gegenteil. Nach meinem Buch kann man nicht mehr schlafen. Aber wissen Sie, es wird schon mit dem Augenaufschlag der Moderatoren deutlich, dann aber auch noch verbal, bevor die Nachricht kommt, wird mir schon gesagt, und jetzt kommt was Gutes. Das ist nur ein Beispiel für vieles, dass wir heute eine Gleichschaltung erleben. Also ich quäle mich jeden Tag durch 11 Zeitungen. Nicht, dass ich dich jetzt alle gründlich... Sie sind aber sehr tapfer. Ja, ich bin sehr tapfer. Ich gehöre ja auch zum alten Eisen, da war man immer noch tapfer. Ich lese das natürlich quer, ist ja völlig, ja, klar. Aber ich bin manchmal fassungslos. Früher war es schon so, dass sie Zeitungen ganz genau, auch nehmen wir nur Zeitungen, einordnen konnten. So, die sind links, die sind liberal, die sind konservativ, mhm, und so weiter. Christlich, also sie konnten das immer einordnen. Heute haben sie ja den Eindruck, es gibt eine Zentralredaktion irgendwo, ja, und die steuert das. Und die steuert das, ne? So sieht's aus. Was natürlich aber auch wieder... ich will den jungen Kollegen auch nicht, also wie soll ich sagen, den Vorwurf alleine geben. Also erstmal ist es eine Bildungsfrage. Mhm. Sie haben heute diese Bildung nicht mehr. Also ich habe ein paar jungen Journalisten vor ein paar Tagen erklärt, ich sage, wie ich in ihrem Alter war und anfing bei der ARD und dann beim ZDF, die führenden Journalisten waren eigentlich immer besoffen. Da war ja Alkoholismus und Rauchen. Befreundet. Also sie haben, sie sahen ja bei mancher Sendung, also wir beiden hätten uns jetzt schon nicht mehr gesehen, mhm, weil wir ja beide hier am Rauchen wären. Mhm. Und der Wein würde immer nachgeschenkt. Oh, hier gibt es nur Wasser. Das die waren aber in ihrem Zustand immer noch so null Fehler. Alle Ungenauigkeiten haben die entdeckt. Wenn ich da mal in meine Texte irgendwas reingeschrieben habe, das haben die alles gemerkt. Mhm. Nun will ich nicht dafür plädieren, dass wir jetzt wieder zurückkommen zum Alkoholismus. Alkohol. Aber da gab es noch eine Form von Bildung, mhm, die natürlich durch die 68er-Bewegung, die frauenfeindlichste Bewegung, die es je, da ist das orthodoxe Judentum und der Katholizismus noch harmlos gegen. Warum?
Ja, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment, war der Schlachtruf der 68er. Das ist die Frauenfeindlichkeit in Ja, natürlich, Potenz. Und wenn man das an so diesem wurde Spruch. diese Ideologie praktiziert. Ich war ja selber, bin ja ein klassischer 68er. Genauso wie heute, da haben wir wieder den Sprung von 50 Jahren. Damals diese eigentlich männerdominierte, frauenfeindliche und alles überkommene, hassende Ideologie, nach dem Motto, wir sind hier die Elite und ihr Arbeiter könnt denn den Dreck wegmachen, den wir an der Uni hinterlassen haben bei der Revolution. Dasselbe haben sie doch heute bei Gender. Es ist eine elitistische Ideologie von wenigen Privilegierten, die einer überwältigenden Mehrheit, die ja dagegen ist, aufzwingen, wie sie zu denken haben über Frauen, Männer und was auch alles und mit der Sprache, ohne an die Opfer zu denken. Also die Opfer der 68er war das normale, breite, arbeitende Volk, die treu an ihren Arbeitsplatz gingen und die Steuern bezahlten, damit wir, ich war ja dabei, Studenten da fröhlich mit BAföG studieren konnten und möglichst 20 Semester, weil wir uns da ja verwirklichen mussten in unserer Mission. Und das Gleiche ist heute in 50 Jahren Abstand, wo eine Minderheit mir aufzwingen will, wie ich zu sprechen habe. Das Ja, das scheint die 68er 2.0 zu sein, ja, es ist gewissermaßen, in gewisser Weise weil schon. manche, ich finde auch manchmal, wenn man sich so mit den damaligen Forderungen befasst, das ist Ja. alles sehr ähnlich. Gerade auch wenn man sich Interviews mit Ulrike Meinhof Ja. ansieht, was sie damals forderte, das ist eigentlich heute gerade dabei durchgesetzt zu werden. Ja, eben da, aber da sprechen Sie ja was ganz Entscheidendes an, ganz entscheidend, was ich ja auch ganz offen schreibe. Also, vor allem, weil sich keiner aus der Verantwortung stehlen kann. Nehmen wir nur mal den gegenwärtigen Bundespräsidenten Steinmeier, wo ich geschrieben habe, es ist der Kardinalfehler der größten Opposition, also CDU/CSU gegenwärtig im Bundestag, keine Alternative aufgestellt zu haben. Es hat es ja noch nie gegeben. Es wurde immer, wenn die eine Seite einen aufgestellt hat, ist doch klar, die anderen, auch wenn es zum Schluss nur ein Zählkandidat war, sie hatten einen Gegenkandidaten. Jetzt haben sie alle die Hände gefaltet und haben gesagt, dass Herr Steinmeier braucht die zweite Amtszeit. Dass dieser Mann, er kommt ja aus meiner Gegend, ich komme aus Ostwestfalen, er kommt aus Lippe, wir sind uns durchaus mental ein bisschen verwandt, aber auch nur das. Der stammt nun aus einer lupenreinen, linksextremen Kommune in seiner Studienzeit damals. Und dieses Denken ist ja scheinbar nicht ausgelöscht. Wenn jemand Grußtelegramme zu islamistischen Ja. Führern schickt, die als oberstes Ziel haben, Israel zu zerstören, dann hört bei mir der Spaß auf. Und nun versteigt sich, und da sind wir, Sie haben ja das Stichwort Ulrike Meinhof genannt, dieser Bundespräsident und reiht Gudrun Ensslin, eine Ja, der das war das Allerbeste. schlimmsten Massenmörderinnen und Terroristinnen, ein in die bedeutendsten Frauen der Weltgeschichte. Und da muss ich sagen, mein alter Spruch ist immer, alles ist Biografie. Ich habe als junger Redakteur und Moderator in Saarbrücken, Saarländischer Rundfunk, ARD, die RAF-Zeit unmittelbar miterlebt. Ich war der Allererste, weil ich da an dem Abend Sendung hatte, Nachtjournal bei der Operhöhle Saar, den Tod von Schleyer gemeldet. Damals war die ganze Nation in Angst, wir würden durch den Terrorismus der RAF in die Luft fliegen. Das ganze Land fliegt in die Luft. Es gab ja einen Mordanschlag, einen Terroranschlag nach dem anderen. Bei Schleyer habe ich erlebt, wie Kohl, Strauß und Helmut Schmidt, Willy Brandt, Herbert Wehner, Genscher über die Parteigrenzen hinweg kamen, die zusammengestanden.
Damals bei Schleyer war ja die Frage, lassen wir ihn freipressen oder lassen wir ihn umkommen? Und dann müssen Sie sich mal überlegen, ja, da haben diese Leute, die ihn ja persönlich kannten, gesagt, wir müssen den opfern. Mhm. Staatsräson, wir müssen den opfern, wie es heute wäre. Mhm. Das habe ich alles hautnah miterlebt. Und heute kommen führende Repräsentanten unseres Staates und sagen, also Frau Enslin, die ja quasi das Pendant, ist eine große Gestalt. Und dann geht es ja noch weiter. Sie vergleichen harmlose Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen. Leute, die mit Kerzen und Gebeten durchs Erzgebirge oder durch Berlin gehen, um ihre Kinder vor dem Wahnsinn von Masken und Impfen zu retten und zu bewahren. Die werden heute verglichen mit der RAF. Ein Söder sagt, da sind Kernelemente der RAF. Ein sächsischer Minister, alles CDU, sagen, das hat was mit Terrorismus zu tun. Verstehen Sie, das ist so unfassbar, wie quasi diese alten Zeiten werden ja dadurch entwertet und verharmlost. Es ist Geschichtsklitterung so. Und man weiß nicht, ist es Unwissenheit oder ist es Absicht? Es ist Ideologie, es ist pur, es ist teilweise auch unsicher, also gut, dass Sie das sagen, es ist eben diese Unwissenheit, geschichtliche Zusammenhänge. Verstehen Sie, wenn ich heute höre, dass ein CDU-Gesundheitsminister gesagt hat, Impfen macht frei. Als Deutscher weiß ich, dass seit Auschwitz jeglicher Anklang an Arbeit macht frei verboten ist. Also da muss man einen anderen Slogan nehmen. Und Sie erleben heute auch im Journalismus einen Umgang mit Sprache, mit Geschichte, mit Bildung, der ist so haarsträubend. Ja. Die wissen oft gar nicht, was sie da sagen. Was genauso, wissen Sie, man muss doch Herrn Trump nicht mögen, obwohl ich den so großartig originell finde und gerade weswegen er kritisiert wird, finde ich ja ganz toll. Der mischt ja die ganze Welt auf oder hat das denn die 4 Jahre? Der Einzige, der dieser Greta die Stirn geboten hat, alle saßen in der UNO und falteten die Hände, dass Merkel, nicht wahr, Sie wären jetzt Greta, ich wäre Merkel, ich bin so dankbar, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Und der Trump geht da vorbei und twittert, die sieht so glücklich aus. Herrlich. Aber wissen Sie, da wird ein Trump mit Hitler verglichen, als er im Amt war. Und ein Putin heilig gesprochen. Damals waren die Umfragen ja alle ganz klar, Putin ist der Tolle, Trump ist der Böse. Das ist für mich eine Relativierung des Holocaust. Ja, also wenn Trump Hitler ist, dann muss ja Hitler harmlos gewesen sein. War ein Friedensprophet so, wahrscheinlich. Furchtbar, furchtbar. Ja, vor allem, ich finde es auch immer sehr, neben der Unangemessenheit finde ich es auch unoriginell. Man wird auch wohl noch andere Maßstäbe haben als Nazi-Deutschland, um auszudrücken. Ja, gut, aber das ist das Totschlagsargument. Also, ich meine, es sagen ja vernünftige Juden wie Professor Wolfsohn, die sprechen ja von der Auschwitzkeule. Oder ein Bruder, den ich ja oft zitiere in meinem Buch, den ich ja heiß und innig liebe. Und sie zitiere ich übrigens auch, aber das haben sie ja. Ja, aber das müssen Sie sich an durchlesen, meine Damen und Herren. Nämlich, sie hat einen Aufsatz geschrieben über rassistische Mathematik. Ganz großartig. Ich klaue da ein bisschen was von. Nein, aber man muss sich mal vorstellen, dass ein Mann wie Broder, der weite Teile seiner Familie im KZ verloren hat, trotzdem sich engagiert als bedeutender jüdischer Journalist in Deutschland, ganz einfach, was ich mich nicht trauen würde, gesagt hat, also wenn Sie sich fragen, wie ist das in den 30er Jahren überhaupt möglich gewesen, dass also Hitler an die Macht kam, dann gucken Sie sich doch mal an, was heute los ist. Das schreibt ein Student aufs Plakat und geht damit durch München und wird verhaftet. Ja. Da fragen Sie sich, wir haben alle Maßstäbe
Alle Maßstäbe. Das Maß ist voll. Ja, es ist wirklich wahr. Um nochmal auf diese Medienentwicklung zurückzukommen. Sie haben das jetzt sehr anschaulich beschrieben, was sich verändert hat. Aber wie war das ganz konkret von Ihrem Empfinden her über die Jahre? Können Sie sagen, das fing an im Jahr 2000 oder das fing an im Jahr 2010? Es war ein schleichender Prozess. Es ist natürlich schon die 68er-Bewegung gewesen. Da gab es ja jetzt nicht den großen Spiritus Rector, der uns damals gesagt hätte, wie wir jetzt zu denken und zu schreiben und zu machen hätten. Das war eine allgemeine Entwicklung. Man machte das eben so, also das nannten wir dann im Journalismus auch immer die innere Schere. Das heißt, irgendwann hatte man im Kopf, dass man bestimmte Sachen nicht mehr sagt. Es könnte ja antifeministisch sein und es müsste natürlich immer antiamerikanisch sein. Das war ja damals die große Mode. Also diesen direkten Bruch hat es nicht gegeben. Es ist, also für mich ist es einfach die Tatsache, einmal die Bildungskatastrophe, diese unfassbare Bildungskatastrophe, die sich ja jetzt darin manifestiert, in vielen Schulen, Gymnasien, gibt es ja gar keinen Geschichtsunterricht mehr. Also die machen jetzt Klimakunde und Corona-Kunde und also und LGT, PVC, aber doch nicht mehr Geschichte. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Die großen Staatsmänner, Strauß, Kohl, Helmut Schmidt, das waren alles Historiker von ihrer Ausbildung her. Heute haben sie abgebrochene Politologiestudenten, die nach dem 28. Semester ihre Biografie fälschen wer weiß, und das ist nicht nur Frau Baerbock, das ist ganz furchtbar. Das heißt, und meine Beobachtung ist eben die, wenn Dummheit sich mit Ideologie paart, zwei Seiten einer Medaille, dann wird es gefährlich. Und wir haben heute eine erschreckende Dummheit, die noch mit diesem, wie soll ich sagen, dieser Emphase Missionsjournalismus, sind wir wieder beim Anfang meiner Karriere, gepaart mit Mission, die Dummheit auch noch. Und dann haben sie eben, ist ja völlig klar, denn weiß, dann werden sie Außenministerin, wenn sie Kobold mit Kowalt verwechseln. Dann werden sie Wirtschaftsminister, wenn sie Brutto und Netto nicht unterscheiden können. Dann werden sie Wirtschaftsminister, wenn sie nicht wissen, was die Pendlerpauschale ist. Sie haben ja solche intellektuellen Defizite in der gegenwärtigen Regierung, um nur mal die Gegenwart zu nennen, das ist ja haarsträubend, da wären sie ja vor 20 Jahren nicht mehr Filialleiter von der Bäckerei auf dem Dorf geworden. Nee. Da wären sie heute höchste Minister. Ja. Ich habe auch das Gefühl, als ob eigentlich Leute, die in irgendeiner Form begabt sind, die Fähigkeiten haben, die dynamisch sind, die wirklich was ändern würden wollen, dass die erst gar nicht in die Politik gehen, sondern lieber in die freie Wirtschaft, weil sie sich sagen, warum soll ich meinen Hintern platt sitzen jeden Tag für irgendwelche Beschlüsse, die 10 Jahre brauchen oder 5, wie auch immer. Ja, das ist ein, also da sprechen Sie das Zentrale an, das Personal. Früher war der Bundestag, also noch vor 20 Jahren, da hat man nur immer mit dem Finger gezeigt auf die SPD-Fraktion. Da saßen halt nur Lehrer und Gewerkschaftsfunktionäre, da haben wir immer gelacht. Aber bei den Bürgerlichen, CDU, CSU, FDP, da hatten sie alles. Landwirte, Konditoren, Bauarbeiter, Schorsch Leber war ein großer Verteidigungsminister, der war Maurer. Ich finde aber übrigens, wenn jemand 10 Jahre Lehrer war, dann hat er viel mehr Berufserfahrung als vermutlich irgendeiner unserer aktuellen Minister. Also ist ja nett, dass Sie die Lehrer verteidigen. Sie haben aber völlig recht, aber das ist, meine ich jetzt nur mal als Synonym. Nee, ich weiß schon, es gab die praktischen Berufe nicht mehr, sondern eben nur die, die staatlich finanziert waren. Also sie eigentlich, er saß im Bundestag, sitzt ja heute nur noch Inzucht. Also eigentlich leben alle von dem, was sie da machen und beschließen sich selber ihre Gehälter. Ihre Diäten zu erhöhen, Also sie hatten schon früher die breite Palette, übrigens auch im Journalismus. Ich kann nur sagen, ich habe ja nie theoretisch Journalismus gelernt. Da bin ich ja eine Naturbegabung und kann auch jedem noch raten, also erstmal ganz wichtig, Journalist zu werden, es hat nicht keinen Sinn, nur zu schimpfen und zu meckern, auch in die Politik zu gehen, hat ja keinen Sinn, von außen nur zu kritisieren,
Aber man muss immer ein Standbein haben außerhalb der Politik und außerhalb des Journalismus. Also von der Bildung her, dass man einen anderen Beruf notfalls auch machen kann. Diese Erdung. Früher waren die Politiker, kamen aus dem Volk, Punkt. Und nirgendwoher. Heute kommt ja kein Politiker mehr aus dem Volk. Im Gegenteil, die ekeln sich ja vom Volk. Sie haben eben mal, auch der Erfolg meiner Arbeit vielleicht liegt daran, dass ich mir, bevor ich den kennenlernte, ein Beispiel an Axel Springer, dem großen Verleger, genommen habe. Der hat als oberste Maxime für seine Mitarbeiter, Journalisten, gesagt, wir müssen unsere Leser lieben. Oh, das finde ich, das finde ich. Und das heißt nicht, ihnen nach dem Munde zu reden oder so, sondern die müssen das Gefühl haben, denen kann ich vertrauen, die sind glaubwürdig, die sind kompetent und die wollen mein Bestes. Heute erleben doch die meisten Leser und Zuschauer die Verachtung. Ja, das stimmt. Also wenn mir eine Moderatorin mit LeserInnen und ZuschauerInnen, dann verachtet die mich. Also man kann das jetzt schön reden, wie man will. Das ist Verachtung, ja, des normalen Menschen. Das stimmt. Ja, ich finde das sehr interessant, was Sie sagen. Ich überlege, ich muss jetzt natürlich an unsere Redaktion bei der Achse des Guten. Ja, gut, das ist ja, die heißt ja auch deswegen Achse des Guten, weil sie gut ist. Natürlich. Aber ich finde eigentlich, das ist eine sehr gute Einstellung, zu sagen, man liebt seine Leser. Ja. Das heißt nicht, dass man immer das macht, was die Leser von einem Also ich bin ja als Christ evangelisch. Aber dass man, das ist wie ein Schauspieler, der ja auch nicht Publikumsschelte betreiben sollte, sondern der ja auch... Gab es aber 68er war Publikumsschelte. Ja, ich weiß, aber wissen Sie, Sie haben das jetzt genau richtig gesagt. Martin Luther, großer Reformator, hat gesagt, man muss dem Volk aufs Maul schauen, ohne ihm nach dem Munde zu reden. Ja. Wenn ich das, verstehen Sie, wenn ich liebe meine Kinder, die ich ja persönlich gar nicht habe, aber ich liebe die Kinder, das heißt ja nicht, ich erfülle ihnen alle Wünsche und mache Hutschi Putschi Tralala, sondern da ziehe ich die Ohren lang, wenn es sein muss, weil ich weiß, der Effekt ist das Entscheidende, das Erzieherische. Und genauso ist es, aber überlegen Sie mal, Hans Rosenthal, einer der ganz, ganz großen Juden Deutschlands, der nicht gegangen ist, sondern der dann nach den schweren Nazi-Jahren ist ja hier in Berlin in einem Gartenhaus versteckt worden, wurde der größte Entertainer, den es eigentlich auch intellektuell je gab. Der hatte ja eine Einschaltquote von 100%. Ich habe seinen Tod damals gemeldet während meiner Heute-Sendung. Kriegte ich das auf den Tisch und da war ich der Erste übrigens, der jemals in einer Nachrichtensendung gesagt hat, er ist an Krebs gestorben. Früher hieß es ja immer nur an einer unheilbaren Krankheit oder kurze Schwelle, wurde nie Krebs genannt. Und da habe ich damals, ich habe ja nah am Wasser gebaut, schon als Junger, mit den Tränen gekämpft. Und da habe ich dann auch gesagt, spontan, er liebte seine Zuschauer. Das Geheimnis ist diese innere Einstellung, und da sage ich jetzt als Christ, vielleicht ist die mir implementiert durch meinen Glauben, der Zuschauer, auch der Leser der Bücher, merkt, jetzt sage ich mal, der Dame knallhart, aber wir sind ja im 21. Jahrhundert, ob er verarscht wird, ob er lächerlich gemacht wird oder ob er geliebt wird. Und wissen Sie, heute findet vielfach in Politik und Journalismus etwas statt, das können Sie nur noch verarschen nennen. Die Leute werden einfach verarscht. Die Leute, Kollegen, Politiker und Journalisten steigen anschließend in ihre Dienstlimousine, fahren vor ihre Berliner Altbauwohnung, fahren hoch ins Penthouse und leben ihr eigenes Leben. Und es war früher, Sie haben ja gefragt, was war der Unterschied? Es gibt ja den Satz von Hans-Joachim Friedrichs, der wird ja permanent zitiert. Man darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Das wird jetzt bei jeder Preisverleihung an Journalisten zitiert. Ist die größte Heuchelei aller Zeiten. Sie machen sich doch heute gemein.
Journalismus und Politik sind so eng miteinander verbogen und dann sagt sich der Journalist, dass ich da jetzt Fake News vertreibe. Denn die, ich beweise das ja in diesem Buch. Die wahren Verschwörungstheoretiker sind die, die behaupten, Impfen hat keine Nebenwirkungen. Die wahren Fake News-Leute heißen Söder, Lauterbach und Co., die die Zahlen fälschen. Ja. So, dann, man muss das doch alles mal beim Namen nennen. Und diese Form von Journalismus, die Leute quasi zu betrügen, kann ja nur aus einer Parallelwelt herauskommen, wo man mit den Leuten nichts mehr, zu tun hat. Aber wie genau entsteht das denn? Es gibt ja da auch immer Spekulationen, dass sozusagen zwischen Journalisten und Politikern vieles auf dem kurzen Dienstweg erledigt wird. Ja, aber das ist, wissen Sie, inzwischen, das ist die Merkel-Zeit. Ich habe das ja alles hautnah miterlebt. Also ich habe unzählige Vier-Augen-Gespräche mit ihr geführt. Jetzt erzählen Sie mal. Also da bin ich ja wieder alte Schule und sage, vertraulich ist vertraulich. Aber nein, es gab natürlich Hintergrundgespräche, wobei meine Generation immer sagte, alles, was ich im Hintergrundgespräch erfahre, was ja journalistisch dann heißt unter drei, das verwende ich nicht. Das ist nur für meinen Hinterkopf. Heute können Sie sicher sein, nach so einem Hintergrundgespräch, wer ganz schnell am PC ist, knallt da was raus. Ja. So, deswegen, also sage ich immer, wenn man heute was geheim halten will, muss man das als Hintergrundgespräch machen. Deklarieren? Nein, also wenn Sie unbedingt was wollen, was veröffentlicht wird, müssen Sie so tun, als wäre es geheim, dann wird es öffentlich. Aber, wissen Sie, ich habe ja eben erzählt von der RAF-Zeit, das ist ja 100 Jahre her. Ich als junger Spund, damals aber schon am Mikrofon. Auch in entscheidenden Sendungen, wo man eben unmittelbar reagieren musste. Da war man, ich erinnere mich an Gespräche damals mit Hans-Dietrich Genscher und so weiter, da war ich noch so klein, der uns dann anvertraute, wenn jetzt Schleier gefunden wird, dann werden wir das und das machen und so weiter. Das wusste ich ja vorher alles schon. Wir hätten es nie rausposaunt. Man hat sich daran gehalten. Aber es war so ein bisschen, man fühlte sich ja durch den Politiker mit hineingenommen in diese große Weltverantwortung. Und jetzt fragen wir uns ja, nehmen wir nur Corona. Wieso hat der Journalismus aufgehört zu funktionieren? Es gibt ja nur ganz wenige, die ich ja auch nenne in meinem Buch. Es sind ja interessanterweise auch alles wieder Linke. Herbert Prantl von der Süddeutschen Zeitung oder ein Jörges vom Stern oder dann so mit liberal wie der Tim Röhn von der Welt oder dann Reitschuster, Tichy Broder sowieso. Die sagen, wir sind doch nicht Journalist geworden, um die Presseerklärungen der Regierung vorzulesen. Sondern Journalismus, also Prantl hat es ja ganz deutlich gesagt und sagt, ich kann hier keine Einschränkungen der Demokratie und der Freiheit befürworten unter dem Deckmantel der Volksgesundheit. Ja. Nur weil Frau Merkel sagt, wir gehen an Omikron alle zugrunde, erkläre ich jetzt, wir brauchen keine Bewegungsfreiheit mehr. Wir schließen alles, das hat doch mit Journalismus nichts zu tun. Und das ist genau das Problem. Der heutige Journalismus fühlt sich geehrt, wenn er jetzt eingeschlossen wird in diese große Weltverantwortung. Und wenn dann die große Kanzlerin sagt, wissen Sie, das stimmt zwar alles nicht mit den Intensivbetten und das Gesundheitssystem ist nicht gefährdet, aber wenn wir das jetzt sagen, wären doch die Leute leichtsinnig. Die gehen doch dann ohne Masken, das ist doch ganz furchtbar, obwohl die Stiftung Warentest drei Tage vorher gesagt hat, schreibe ich ja auch, dass Masken ist das Schädlichste, was es überhaupt gibt, die sind sogar tödlich. Nein, das wollen wir doch nicht veröffentlichen. Wissen Sie, da ist schon der Unterschied. Da hätte man früher alle Alarmglocken und gesagt, so jetzt veröffentliche ich es erst recht. Wie sind Sie denn mit solchen Situationen umgegangen? Ja, also ich habe immer noch dieses alte Ethos gehabt, Stichwort Missionsjournalismus, dass ich notfalls genau das Gegenteil gemacht habe von dem, was die von mir erwarteten. Weil ich ganz genau wusste, hier werde ich in Haftung genommen für etwas,
Das kann ich nicht verantworten. Und war das dann, also wenn Sie jetzt bei einem Politiker sich, sage ich mal, unbeliebt gemacht haben, weil Sie das nicht, hatte das dann Konsequenzen oder war das also, nicht so schlimm? Also ja, das ist, viele sagen ja auch, wie hast du es überhaupt durchgehalten, die ganzen 40, 50 Jahre. Erstens ist es schon, was ich in dem Buch schreibe, ist heute an sich nicht mehr tragbar. Da sind Sie in einem Journalismus, der ja übrigens seine Unfähigkeit hinter dem Begriff Haltung, das ist ja das Allerschlimmste. Haltung. Also Haltung heißt für mich, ich hau auf den Tisch und sage, Frau Merkel, wenn Sie mich da anlügen mit Ihren Corona-Zahlen, dann mache ich nicht mit. Haltung heißt aber heute also ganz, wir sind ja gegen Rassismus und wir sind ja heute gegen alles. Sie sind ja sogar gegen das antirassistische Rechnen. Ja, das also, ist schon problematisch. Wissen Sie, das ist, und ich habe wirklich, und das, ja, ich ohne Einschränkung kann ich das sagen, deswegen gehe ich auch gegen meinen Arbeitgeber jetzt nicht mit scharfem Flammenschwert vor, ich habe es da gut gehabt, weil das, was ich jetzt auch schreibe in dem Buch, war noch vor 20 Jahren eine normale Meinung. Ich habe ja mal geschrieben in dem Vorgängerbuch, was vor 15 Jahren noch völlig normal war, wurde dann exotisch, dann wurde es konservativ, dann wurde es erzkonservativ, dann wurde es erzreaktionär und dann wurde es Nazi. Ja. Das heißt, dieselben Thesen, unverändert, haben sich verschoben innerhalb von 15 Jahren. Damals war das der Meinungskorridor. Also ich habe ja ein Buch geschrieben vor 100 Jahren, in 70er Jahren schon, Die Macht der Manipulation. Das war quasi eine Generalabrechnung mit den Medien, bei denen ich ja arbeitete. Deswegen ist der größte Vorwurf, wenn heute mir einer sagt, Hane ist erst rebellisch geworden, als er pensioniert war. Vorher hat er seine Schnauze gehalten. Das sind Leute, die haben gar keine Ahnung. Sie müssen sich nur alle meine Bücher angucken. Ich war immer knallhart in meiner Meinung, es hat sich überhaupt nicht geändert, aber es war da möglich. Heute ist das, würde ein, ich will jetzt keine Namen nennen, aber Spitzenpolitiker sagen, wie können Sie sowas, das ist ja Nazi, das ist ja Rassismus, das ist Verharmlosung von Corona und wir erleben doch das große Massensterben. Ich erlebe es zwar nirgendwo, aber die glauben ja, dass die Toten hier auf der Straße liegen. Ja, so wird es einem suggeriert, obwohl ja alle tagtäglich sich vom Gegenteil überzeugen. So, ist völlig richtig. Also sind noch nie so wenig Menschen gestorben in der Grippezeit wie jetzt. Also in 2018 um die Weihnachtszeit sind 30.000 Menschen gestorben. Da war kein Bundespräsident, und keine Bundestagssitzung. Heute müssen Sie ja schon beim Notar hinterlegen, wenn Sie beim Zebrastreifen überfahren werden und tot sind, dass Sie nicht Corona-tot sind. Voll lächerlich. Das ist so nach dem Motto, das stimmt. Sie sind, wenn ich recht informiert bin, 2017 pensioniert worden. Oh, das ist eine gute Frage. Oder 2016? Nee, also ich glaube eher 2017 oder 2018. 2017. Ja, nee, 17. Und Sie haben ja aber 2014 einen weiteren, also sozusagen den ersten Ihrer neuen rebellischen Bestseller geschrieben. Ja, also das war diese Reihe, die, ich habe 2005 Schluss mit Lustig geschrieben, war damals das meistverkaufte Sachbuch Deutschlands in deutscher Sprache, sind ja alles objektive Zahlen, das auch knallhart gegen das Establishment war. Und dann gab es eben diese Reihe, wo jetzt das Maß ist voll auch entschieden ist, wo ich ja immer Wert darauf gelegt habe, dass es 10, 12 Euro nur kostet, dass sich jeder leisten kann. Ja. Ein Buch fürs Volk. Ja, es ist einfach, wissen Sie, ich hasse dieses Abgehobene, diese Parallelgesellschaft, dieses Belehrende und so weiter. Die Leute müssen mal lachen können, aber müssen auch die Wahrheit hören. Worauf ich hinaus wollte, es gab also eine Übergangszeit zwischen Ihren neuen rebellischen Bestsellern, so nenne ich das jetzt mal, und Ihrer Tätigkeit beim ZDF. War das schwierig für Sie? Nö. Weil ich ja immer der gleiche war. Ich habe ja 7 Jahre zum Schluss, das war die schönste Zeit, der Abschluss meiner Karriere, die Sendung am Brandenburger Tor, dort in diesem wunderschönen Studio gehabt, Sendung, die meinen Namen trug. Und da konnte ich ja machen, was ich wollte.
Ich meine, Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolges. Wobei ich mir immer sage, mir ist die Erdbeermarmelade, die mir die Zuschauer schicken, wichtiger als der Grimme-Preis. Mhm. Ich möchte keinen Preis, den Herr Relotius, der größte Fälscher unter der Nation, vorher hatte. Das will ich alles gar nicht. Mhm. Meine Anerkennung liegt immer in dem, dass die Zuschauer sagen, wir vertrauen dir, wir mögen dich und so weiter. Also, ich habe, es ist für mich kein Bruch gewesen. Ich habe in meiner Sendung damals ja Paarungen gehabt, da waren immer zwei Leute, die hat kein anderer hingekriegt. Und die Kollegen haben sich dann geärgert, also wurde das auch nicht hervorgehoben. Mhm. Ich hatte Ströbele und Sarrazin. Die wollten niemals an einen Tisch. Bei mir waren sie. Ich hatte die ganzen AfD-Leute, als sie dann gewählt wurden, Lucke damals, Petri, Gauland und so weiter, zusammen mit Söder oder Bouffier oder so, die würden heute sich noch nicht mal mehr die Hand reichen. Das heißt, ich hätte jetzt heute eben natürlich gehabt, einen Corona-rebellischen Wissenschaftler zusammen mit Lauterbach. Ja. Komischerweise habe ich das hingekriegt. Lauterbach und Bakti zum Beispiel. Ich habe keine Berührungsängste. Ich hätte denen nur klar machen müssen, ihr dürft auch keine haben. Und jetzt kommt das Interessante. Alle wussten, wie ich in meiner Meinung stehe und dass ich kein Linker bin. Das wusste nur wirklich jeder. Aber selbst die Linkesten haben gesagt, Sarah Wagenknecht war 7-mal bei mir in der Sendung, zu dem Hane kann man gehen, der legt uns nicht rein. Das Entscheidende ist, man muss ganz knallhart kritisch sein, aber der Gesprächspartner darf nicht das Gefühl haben, der legt mich jetzt rein. Mit einer Fangfrage, mit irgendwas, was zu intim ist, wo man dann sagen müsste, ich sag dazu nichts, dann ist man ja gleich im Nachteil. Ich habe wirklich, gucken Sie mal, wie Marquardt, ich weiß nicht, wie mein Vornamen heißt, von der Linkspartei, das ist die mit diesem Irokesenschnitt gewesen, auch im Bundestag und überall, Angela Marquardt, die hat bei mir in der Sendung ihr Outing gehabt, dass sie von ihrem Stiefvater missbraucht worden ist. Das hat sie nur gemacht, weil Andrea Nahles, eine ganz Linke, gesagt hat, dem Hane kannst du vertrauen, der legt dich nicht rein. Hm. Der Guido Westerwelle hat damals das elektronische Outing, dass er schwul ist, bei mir in der Sendung gehabt. Damals im Sommerinterview, weil er wusste und sagte, sie legen mich nicht rein, sie stellen mir jetzt nicht plötzlich Fangfragen. Das hat alles mit Vertrauen zu tun. Und ich habe oft gedacht, über das Ideologische und Politische hinaus, dass Menschen einen so einschätzen, das hat mich irgendwie nicht stolz gemacht, aber zufrieden. Das war für mich. Und wissen Sie, dass die Leute heute noch auf der Straße winken, wenn ich vorbeigehe? Ich kenne mehr Leute, die daran zugrunde gehen, dass sie keiner mehr erkennt als umgekehrt. Also ich bin bis heute kein Privatmann. Aber und ich merke auch, dass Leute einen regelrecht hassen. Damit muss man leben. Ja. Sonst darf man nicht. Nein, das darf man nicht. Also ein Koch, der die Hitze verträgt, das geht nicht. Glauben Sie denn, dass eine Sendung, wie Sie sie gemacht haben bis vor wenigen Jahren beim ZDF, dass die heute noch möglich wäre? Ja, also wenn das, wenn ein Sender vernünftig wäre und sagt, wir brauchen auch so etwas Meinungsfreudiges von der anderen Seite, nicht Mainstream, und etwas, was aneckt. Und was ja dadurch Zuschauer findet. Sie dürfen mich jetzt nur nicht also Pistole auf die Brust setzen, ob man nicht lieber sagen würde, dann verzichten wir auf den Erfolg. Dann haben wir die Sendung nicht. Denn das ist ja das Problem, wie wir es eben bei der Kirche hatten. Die Zwangsfinanzierung der Sender heute führt natürlich dazu, dass sie machen können, was sie wollen. Sind Sie für eine Abschaffung der GEZ? Das will ich jetzt lieber nicht so sagen, also solange meine Rente noch sicher ist. Aber dass das System so nicht sein kann,
Verstehen Sie, dass Abgeordnete sich selber die Diäten bestimmen, dass das Fernsehen selber bestimmt, wie groß der Etat sein muss? Das ist, ist ja eigentlich marktwirtschaftlich völlig unmöglich. Ja. Also ich bin dann schon der Meinung, und das ist ja mein Appell an den Liberalismus, zu sagen, also jetzt müssen wir doch mal so liberal sein und sagen, alles geht nur nach Leistung und nach sonst gar nichts. Nur wenn jetzt heute jeder nach Leistung bezahlt würde, der jetzt subventioniert würde, hätten wir gar nichts mehr. Also Sie glauben doch nicht, dass irgendeiner sich Gendersprache im Fernsehen freiwillig anguckt. Ja, ich hoffe doch nicht. Ich hoffe doch nicht, aber mich wundert langsam gar nichts mehr. Ja, das ist leider wahr. Mhm. Denn das Maß ist voll. Wie Sie so treffend schreiben und wie Sie jetzt auch in unserem Gespräch sehr treffend dargelegt haben. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich habe mich gefreut. Es war richtig angenehm und toll. Und ich kann nur sagen, dass eine Journalistin Ihrer Generation, also dass ich das jetzt erleben durfte, ist für mich auch immer so ein Stück Hoffnung. Man verzweifelt ja oft und denkt immer, Mensch, Opa erzählt von Stalingrad und früher war alles besser und so, stimmt alles gar nicht. Aber es sind doch oft Enttäuschungen, die man dann erlebt. Und da kann ich nur sagen, dieses war jetzt ein Lichtblick. Ach. Und das wiederholen wir gerne wieder. Ja, ich würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, Ihnen hat es oder euch hat es auch sehr viel Spaß gemacht, liebe Zuschauer. Ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr dieses Video weiterverbreitet, weitersendet, liked, teilt. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.